Willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich habe mich um ein paar Sachen gekümmert und jetzt schließe ich die Dinger erstmal ab. Wo sind's? Ach, das war das Einzige hier unten. Ach ja, dafür brauchen wir diese komischen Pilze. Ja, ja. Okay. Einen Moment. Wo sind denn... Hä, wo sind denn die anderen? Hä? Ach so. Ah ja, okay. Okay, die Sachen haben sich verbraucht. Die Sachen haben sich wieder überschnitten, die man dafür braucht. Und jetzt habe ich für die anderen nicht mehr genug Materialien. Das ist schade, weil, wie ihr gesehen habt gerade, unter anderem gibt es halt auch die verbesserte Rostentfernung. Das heißt, dass wir bessere Waffen durch Rostentfernung bekommen könnten. Und das würde ich halt gerne mal ausprobieren. Aber anscheinend... haben sich die Materialien für die Mission wieder überschnitten. Schade. Aber was soll's. Dann sammle ich die halt zum nächsten Mal. Und ich denke, wir haben sowieso keine rostigen Waffen. Also von daher gar nicht so schlimm. So, jetzt werde ich hier erstmal die... Ja, genau, die Mission wieder Wind abschließen. Und dann können wir... uns auch diesen Schatztruhendetektor holen, der mir dann dabei helfen wird, alle Truhen auszugraben. Was ich offcam machen werde, genauso wie die Crocs, einfach nur, damit wir die ganzen Materialien haben. Sonst würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen. Obwohl, doch. Also, erstens Materialien, die wir halt für die Mission brauchen. Zweitens, die Anzeige, die bei den Leveln dabei steht. Es ist für mich zumindest immer ein bisschen schmerzvoll, nicht alles zu machen, was ein Spiel bietet. Und unter alles zähle ich halt dann so etwas, dass man zum Beispiel solche... Moment mal, was müssen wir machen? Besiege alle Wächter. Ja, da unten ist aber gar nichts. Ja, unter alles machen zähle ich halt zu, dass wir oder dass ich alles einsammle, was so einem quasi angezeigt wird. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist quasi, bei den Schatztruhen zum Beispiel wird einem ja angezeigt, yo, du hast gewisse Schatztruhen nicht eingesammelt. Oder bei den Crocs wird einem das ja auch angezeigt. Und das zählt halt so zu den 100%. Was zum Beispiel nicht zu 100% zählen würde, wo man zwar auch sagen könnte, oh ja, das wäre dann aber alles machen, das wäre dann, da hättest du dann alles gemacht, ist sowas wie, ich sammle jede Ressource so lange, bis nichts mehr ins Inventar passt. Das ist halt, keine Ahnung, das zählt so für mich zu den, sorry, das zählt so für mich zu den 110% sozusagen. Boah, sind die nervig. Sind die unfassbar. Ist diese Mission unfassbar fucking nervig? Was ist das denn für eine Scheiße? Kann ich nicht schneller fliegen? Warte, ich mach jetzt mal die Spezialattacke. Es geht mir gerade hart auf den Sack. Was ist denn da unten? Da wird irgendwas angezeigt, aber da ist einfach gar nichts. Da ist doch gar nichts. Guck,
Da ist nichts. Was soll ich denn da abschießen? Hä, was zum... Stecken die so in der Erde drin? Oder was ist da los? Meine Fresse, ey. Was ist das denn für eine Mission? Ja, komm. Weitere Wächter wurden gesichtet. Ich hab nur noch 5 Herzen, weil ihr so viele Drecksviecher sind. Was ist das denn für ein Scheiß? Gut, jetzt sind wir zumindest außer Reichweite von denen. Ich muss mal... Ja, cool. Mach halt die Lichtlinge jetzt. Hallo. Mann. Okay, das war's. Man darf nicht den Blickwinkel wechseln, während man das Schutzschild aktiviert hat. Warum? Es macht keinen Sinn. Aber anscheinend soll die Mission tatsächlich generell etwas härter sein. Ich meine, ist auch eine alleinstehende Mission. Dauert nicht so lang. Boah, ey, was denn los? Sorry. Die dauert nicht so lange. Das ist eine alleinstehende Mission und die dauert nicht so lange. Deswegen ist das komplett akzeptabel. So, jetzt muss ich das 1000 Mal sagen, weil ich den Satz irgendwie verkackt habe. Was auch immer. Ja, Schmieden wollte ich ja auch noch machen. Nur ich weiß nicht, ob ich das on-cam machen soll. Hier, mit dem EP beim Kombinieren, das wollte ich halt alles miteinander verknüpfen. Einen Moment. Ah, toll, jetzt habe ich... Ah, ja, hier. So. Ich würde gerne EP beim Kombinieren. Öfters da drauf schalten. Wo ist denn das? Okay, einen Moment. Ich muss dann wahrscheinlich erst das da drauf packen. Das. Dann das. Und dann das. Denke, dann dürften wir einen extra Platz haben, genau. Oh. Und wenn ich das mache, dann... Dann kriege ich sogar keinen Bonus. Okay, dann mache ich das so. Wo ist das Langschwert? Da. Und dann... Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Sehr komisch. Sehr komisch. Aber gut. Dann ist das so. Ich denke, ich werde diese ganzen EP-Dinger mal da draufhauen. Ich denke zwar nicht, dass es irgendwas bringt, aber...
Vielleicht funktioniert das ja. Keine Ahnung. So. Monsterteile plus 9%. Das würde ich gern sperren. Und Monsterteile plus 5. Oh nein. Habe ich jetzt das Monsterfarm-Schwert weggemacht? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, okay, wir können es aber ein neues machen. Wir haben ja hier Monsterteile plus 9 zweimal und einmal Monsterteile plus 5%. Also alles gut. So. Da muss ich jetzt nur schauen, dass ich hier nichts wegkloppe, was ich eigentlich gern noch hätte. Machen wir so. Und IP in der Schlacht plus 9%. Okay, ja gut, das behalte ich auch erstmal. Monsterteile plus 9% schon wieder. Okay, ja gut, das behalte ich dann auch nochmal. Und dann können wir uns auch noch ein vernünftiges... Ein Moment. Sorry, ich möchte mir alle Möglichkeiten offen halten. So, dann können wir uns auch noch ein vernünftiges Monsterteil-Farm-Schwert zusammenbauen. Und zwar möchte ich dann... Nee, das ist schon wieder so ein Zweihänder. Ich denke, ich warte auf einen Schwert, was keinen Effekt hat, oder halt ein normales Schwert, wo ich dann einen Effekt entfernen kann. Ich denke, ich lasse es jetzt erstmal so. Das hier hat auf jeden Fall schon ziemlich was an Stufen hochbekommen. 17! 17 Stufen. Ist fast auf der Stufe vom Masterschwert. Und das Masterschwert können wir jetzt upgraden und es kriegt ein verborgenes Siegel. Ja, okay. Machen wir. Ich hoffe, wir können das hinterher wieder entfernen, sonst ist halt ultra fail, weil es ist halt das Masterschwert, davon haben wir nur eins. Oh, sieh einer an! Diese Waffe hat das Maximum erreicht. Und? Plus 7% Schaden bei vollen Herzen. Okay, das ist anscheinend random, hat nichts mit der Waffe zu tun. Na gut. Dann würde ich sagen, holy shit, 95 Damage ist nicht zu verachten. Gut, Siegel entfernt. Geht das denn jetzt bei dem Schwert? Ein Siegel entfernen wollen wir. Und das unterste können wir tatsächlich nicht entfernen. Plus 7% Schaden bei vollen Herzen bleibt. Alles klar. Dann sollten wir uns durch die Gegner durchschnetzeln wie sonst was. Und probieren, möglichst lange bei vollen Herzen zu bleiben. Aber es ist ja generell immer das Ziel. So, wir haben anscheinend... Ja, Moment. Hier oben das wollen wir erst abschließen. So. Ja, der verbesserte Schatzdetektor. Die Schatztruhen werden auf der Minimap angezeigt. Hyrule Manöverplatz wird uns angeboten. Nö, will ich jetzt nicht. Ich will jetzt weitermachen mit... Hier oben, das haben wir abgeschlossen. Ich weiß nicht. Haben wir irgendwas, was uns hierbei weiterhilft? Oh ja, hier können wir was kaufen. Nicht verkaufen, kaufen. Und zwar Glutforellen. Ich nehme alle. Dankeschön.
Und es reicht nicht. Ach so. Ach so. Doch, das reicht. Doch, okay, das reicht. Nur uns fehlen halt Octorok-Urkunden. Wir brauchen noch 16 Stück. Aber dafür müssten wir bereits gespielte Level abschließen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen neue Level sehen. Oh, und hier können wir noch was einkaufen. Das machen wir auch direkt. Es mag vielleicht der ein oder andere sagen, ja, mach das doch, wie du immer sagst, off-cam. Du willst doch die meisten Sachen off-cam machen. Ja, aber das Ding ist halt, bei diesen Märkten ist halt, die haben halt nicht immer das, was man braucht. Und manchmal haben die halt auch zu. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man dann halt aufnimmt und sich dann so denkt, ja, mache ich dann später. Dann kommt das einfach nicht. Dann ist der Markt entweder nicht offen oder er hat nicht das, was man braucht. Kann halt immer mal wieder sein. Und er bietet sogar die Pilze an. Oder sie in dem Fall. Ich meinte jetzt den Markt. So. Können wir die Mission abschließen? Ja, die Mission können wir sogar noch abschließen. Dann machen wir es direkt. Und wir kriegen für Urbosa 2 Herzen. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, die Titanenkämpfe bleiben noch offen, ne? Wir haben noch 2 Titanenkämpfe, oder? 2? Ja, 2 Titanenkämpfe. Und 1, 2... Nein, hier 3 Titanenkämpfe. Ich wusste doch, hier oben in dem Bereich müsste eigentlich noch ein Titan sein. Aber er wird hier versteckt. Gut, dann machen wir den direkt, bevor ich den noch übersehe. Und dann haben wir den auch direkt abgeschlossen. Du kannst die Waffen, die du auf dem Schlachtfeld gesammelt hast, in der Heilia-Schmiedegilde verstärken lassen. Da fällt mir gerade ein, haben wir vielleicht hinterher noch eine Option, um das ultimative Siegel zu verändern? Um das zu entfernen und ein anderes draufzupacken? Kann ja sein. So. Okay, ich habe gerade überlegt, ob das der Titan mit den der mit der Überhitzung ist, aber nein, das war ja dieser Elektro-Titan. Was muss ich eigentlich machen? Besiege viele Gegner. Okay. Fadenkreuz zurücksetzen. Okay. Brauche ich jetzt nicht, aber danke. Zeit, uns diese Kerle mit du weißt schon was vorzuknöpfen. Hä, was? Mit du weißt schon was? Ehrlich gesagt nicht. So, nochmal abschirmen. Hässliche Fieder von hinten noch werfen kann. Und ihn machen wir auch direkt weg da hinten, damit er uns nicht mehr nerven kann. Diese fliegenden Octoroks sind mega useless, oder? Kann das sein? Alles klar. Und da unten ist noch ein Vieh. Oh, das Fass haben wir abgeböllert in der Luft. Sehr nice. Und wir haben fast 1500. Jetzt haben wir über 1500, fast 1600 sogar. Von 3000. So. Die Hinoxe, die können wir schön alle wegböllern. Die sind kein Problem.
Aber ich glaube, mich wird es auch umhauen, wenn ich von solchen riesigen Eislanzen getroffen werden würde. Also man kann es ihnen auf jeden Fall nicht verübeln. So. 2000 besiegt. Wunderbar. Und jetzt räumen wir das Schlachtfeld gleich von hinten auf. Ich weiß nicht, ob ich da links langlaufen sollte. Ich denke nicht. Ich denke tatsächlich nicht. Weil ich dann halt in so eine Sackgasse geraten würde. Und hier können wir halt dann so eine Schleife laufen. Ich denke, da sollten mehr als genug Gegner noch rumstehen. Und ja, ja, wir haben es ja gleich fast schon. Nur noch die da hinten und dann ist fertig. Das war viel leichter als das, als die Mission mit Vamedo. Das kann ich auf jeden Fall sagen. So, 639 Rubine. Noch ein paar Goodies eingesackt. Und weiter geht's. Hallo? Okay. So, dann würde ich tatsächlich sagen, lass uns hier einfach das Gebiet abschließen. Und da kriegen wir sogar... Ach nee, das sind große Karotten. Hä? Oder irgendwie Wurzeln oder so. Ich dachte gerade schon, das wären die Karotten, die wir brauchen. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, Moment mal. Es wurde ja nichts über den Filter angezeigt, also können die das gar nicht sein. Kann natürlich auch sein, dass es tatsächlich große Karotten sind und keine Wurzeln. Aber es sah jetzt so ein bisschen aus wie Ingwer. Nur war es irgendwie auch zu spitz und zu orange dafür. Ich glaube, Wurzeln sind nicht so spitz. Zumindest nicht die Wurzeln, die man essen kann, würde ich sagen. Ich beziehe es gerade auf Ingwer. Bestimmt gibt es irgendwelche Wurzeln, die sind dann irgendwie spitzer und die kann man auch essen oder was auch immer. Aber ich beziehe es auf jeden Fall auf Ingwer. Die meisten normalen Wurzeln, also Baumwurzeln, was auch immer, sind natürlich etwas spitzer, aber es sind halt diese, ja, diese Wurzeln zum Wasser liefern, quasi einfach nur. Und Ingwer ist ja eher so eine, in so einer Knolle, sage ich jetzt mal. Wo muss ich hier eigentlich lang? Ach so, hier war zu, ne? Ja, ja, hier war zu. Oh, hör auf damit. Und wir sind noch bei vollen Herzen. Wodurch wir dann ja auch 9% Damage dazu bekommen. Also wir bekommen nicht den Damage, sondern wir teilen 9% mehr Damage aus. Eigentlich ganz geil ist, aber mir gefällt das nicht, dass es nur aktiv ist, wenn wir halt volle Herzen haben. So, dann lass es mal eben wieder. Toll. Ach komm, ey, was ist das denn? Gut, dann renne ich am besten mal nicht da lang, wo diese fetten Kreise sind. Und dann kommen wir auch vernünftig hier durch. Nope. Dafür muss ich das Modul nicht benutzen. Hau ab. Ach, Moment mal. Besiege viele Gegner. Ich glaube, ich habe jetzt schon ziemlich viele liegen lassen. Aber hier sind so viele. Sieht nicht so aus, als wäre die Mission großartig assi. So, machen wir ja noch eine Spezialattacke und dürften 50 wieder weg sein. Nee,
37 nur. Aber fast 50. Haben noch 13 gefehlt. Was auch immer. So. Was ist das hier eigentlich? Sitzen die ja gemütlich dann und fressen was, oder? Oder wie? Das sind nicht die Monster, ich meine jetzt die Goronen. Was die Monster so den ganzen Tag lang machen, das will ich gar nicht wissen. So! Und hier sammeln sich echt richtig viele Viecher. Das wird mir anstelle der Goronen auch auf den Sack gehen, wenn die... Wenn ich da was fressen wollte und dann da irgendwelche Viecher die ganze Zeit am Rumaffen sind. So, nur noch 10. Und aus. Ein Magmarok wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Oh, das ist schon wieder ein Monster. Ja, komm. Dann bring's mal ran hier. Wo ist es? Da oben. Das lag da einfach die ganze Zeit, oder? Wie sehe ich das? So. Ein Schmetterangriff. Sehr nice. Und dann ist hier auch die Hälfte der Herzen oder die Hälfte der Leben schon weg. Oh, Bombenmodul. Nice. Stehen zwar direkt in ihm drin, wo uns die Bomben auch treffen theoretisch, aber pff, das juckt Link nicht. So. Nutzen wir mal hier das Stasis-Modul. Ja, komm. Und jetzt liegst du wieder. Zack. Das ist er down, oder? Ja. Da ist er down. Sehr schön. Ja. Bin ich nämlich auch der Meinung. Nun kann das Grillfest stattfinden. Jawohl. Mega geil. Da habe ich auf jeden Fall gern geholfen. Denn Materialien bei der Suche mit Sensor plus 15%? Ernsthaft? Ich dachte, da hätte ich irgendwie mich mal verschaut oder was auch immer oder hätte mich falsch erinnert. Aber dann ist das tatsächlich ein Ding. Okay. Eine Fit-Karotte, also es ist tatsächlich eine Karotte, nur halt nicht die, die wir suchen. War klar. Also plus 15% Materialien bei der Suche mit Sensor ist schon ganz geil, vor allem wenn man das dann hinterher kombinieren kann. Irgendwie mit Monsterteilen oder so. Keine Ahnung. Dann kann man bestimmt auch in irgendeinen... Es ging doch auch irgendwie die Materialien festzulegen. Hier. Da konnte man doch nachschauen, welche man haben will. Und dann konnte man doch auch... Ah, hier. Okay. Dann konnte man doch auch... Ja, dann konnte man das hier in den Sensor reinpacken. Genau, 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 genau. Oder? Ah, ja, okay. Einfach nur auf A. Ich habe auf X gedrückt, auf Sensor anpassen. Hier kann man das nämlich dann noch...
entfernen. Entweder eins entfernen oder alle entfernen. Ja. Und dann kann man sich doch theoretisch die Dinger einfach reinpacken und dann die, die Effekte stacken und das dann hinterher verkaufen, oder? Hier gibt's doch bestimmt irgendein Level, wo richtig viele Bockblins sind. Dann kann man die einfach alle wegschnetzeln. Oh, Honigobst, da hätte ich auch Bock. Dann kann man die einfach alle wegschnetzeln. Und richtig fett Kohle machen. Obwohl, ich weiß auch nicht, wie viele Rubine es gibt. Ja, nee, nicht kaufen. Ich will verkaufen. Will ich mal kurz nachschauen. Hier. Haben wir schon so viele ausgegeben für irgendwelche Sachen? Ich dachte, da hätten wir mehr von. Dann waren weitaus mehr Moblin-Hörner als Bocklin-Hörner, aber naja. Ja gut, 3 Rubine. Ja, nee. Kann auch sein, dass sich das nicht lohnt, aber ich muss vielleicht mal nachschauen, wie das ist. Wie viele Sachen man tatsächlich bekommt. So, was ist das hier? Shika-Sensor-Suchfunktion wird erweitert. Was heißt erweitert? Kriegt das eine neue Funktion? Also sowas wie, ja, dir wird jetzt besser angezeigt, wo Sachen sind. Oder kann man dann einfach mehr Sachen reinpacken, also mehr Missionen? Weil mehr Missionen reinpacken, das ist schon längst überfällig. So, Melonen kriegt man hier. Wunderbar. Mega nice. Frostmelonen. Wir haben 17 Stück anscheinend. Und damit können wir es direkt erweitern. Womit wir dann direkt sehen, was es damit auf sich hat. Ein fantastisches Resultat. Die Suchfunktion des Shika-Sensors wurde erweitert. Hä? Das heißt jetzt was? Okay, wir können tatsächlich mehr Missionen in den Sensor reinpacken. Okay, ja gut. Ob das jetzt so krass ist, weiß ich nicht, aber... na gut, was auch immer. So, Alltag für Imper. Sollen wir es direkt machen? Ja, komm, das machen wir dann direkt, wenn es das schon angezeigt wird. Dann ist das jetzt auch so für den Spielfortschritt wahrscheinlich auch gedacht. Führst du in Feuer gehüllt einen Angriff aus, kannst du eine Umgebung in Flammen setzen. Bist du von Gras umgeben, breitet sich das Feuer aus. Das ist cool, das ist ein cooles Detail. Und ist eigentlich auch ein ganz nicer Fact, aber es bringt einem irgendwie nichts. Also man kann das nicht wirklich als Tipp erachten. Oh shit. Oh shit, ich dachte gerade, ich würde links spielen. es bringt einem halt nicht wirklich was, ne? Weil, wenn man in Feuer gehüllt ist, heißt es, dass um einen rum Feuergegner sind. Und Feuergegner sind immun. Gegen gegen Feuerangriffe halt, ne? Aua. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, bekommt sie viel Damage. Bekommt sie viel Damage. Ernsthaft? Ja, in der Tat. Oh mein Gott, bekommt sie viel Damage. Wie bitte? Und ich muss auch unbedingt diese... die Symbole einsammeln. Sonst bringt Impa, glaube ich, nicht so viel. Okay, Symbole einsammeln. Bringt das irgendwas? Bringt das irgendwas, den mit Bomben abzuwerfen? Komm, Schmetterangriff. Jawohl. Und seinem Angriff damit gedodged und ihn auf den Boden geworfen. Wunderbar. Oh, holy shit. Kann ich die scheiß Symbole mal einsammeln? Kann Impa bitte? Dankeschön. Meine Fresse. Ich drück die ganze Zeit X, um ihn wegzuböllern, nur es passiert nichts. Holy shit, ey. Und wir haben... Oh, nice. Okay. Schmetterangriff. Bam, weg. Okay. Dann sollten wir es, glaube ich, gegen einen großen Wächter benutzen. Weil der natürlich viel gefährlicher ist als der Nano-Wächter. Der uns dementsprechend viel mehr Probleme bereiten kann. Oh Gott, als ob. Ja, komm. Ich war doch hinter dem Wächter. Was zum Teufel? Okay. Der große Wächter ist weg. Und jetzt heißt es wieder Symbole einsammeln, wie sonst was. Holy shit, hau ab. Komm, mach ihn jetzt weg. So. Zack. Weg mit dem kleinen Vieh. Und da drüben sind noch zwei Nano-Wächter und ein großer Wächter. Gibt's hier Heal? Gibt's hier bitte Heal? Es gibt kein Heal. Gibt's oben Heal? Haben wir Heal? Nein, wir haben kein Heal. Gut. Also, ohne zumindest ein bisschen Heal wäre es, glaube ich, crazy. Weil ich fühle mich nicht wirklich
Sicher mit Imper. Komm. Böller die mal weg. Oh, sind die... Die beiden kleinen Wächter sind schon weg. Die beiden kleinen Wächter sind schon weg. Das ist ja mega geil. Okay, sehr gut. Dann wird das kein Problem mehr hier sein. Okay, ich sollte jetzt nicht die Stäbe einfach wegwerfen. Ich meine, der Wächter ist viel. Den haben wir. Der kann nichts mehr machen. Das dachte ich mir nämlich schon. Genau das dachte ich mir nämlich schon. Dass noch so ein Vieh rankommt. Okay. So, den frieren wir mal kurz ein. Imper, du gehst richtig ab, ey. Holy shit. Komm, können wir ihm die Beinchen abschneiden hier? Ich würde ihn auf jeden Fall gerne nochmal entflammen. Und dieses Mal ist es sogar richtig effektiv. Nice. Da können wir ihm nochmal hier so einen Böllerangriff reindrücken. Und wir kriegen irgendwie nicht mehr seine Beine ab. Ist das, weil er ein Zornwächter ist? Oder habe ich eben aus Zufall einfach den richtigen Move gemacht? Ich weiß es nicht. Ah, Moment! Doch, wir haben jetzt Beine ab. Ist das durch den starken Angriff? Durch den Spezialangriff? Ja, okay. Okay. Durch den Spezialangriff kann man hier auf jeden Fall Beine abnehmen. Interessant zu wissen. Und wichtig zu wissen vor allem. Und da ist er down. Zu meinem Erstaunen nicht. Okay. Aber gleich. Ah, Bullshit. Ich wollte noch den Spezialangriff machen, bevor er schießen kann. Und das mache ich auch jetzt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich noch einmal von diesen Dingen getroffen werde, dass ich dann instant down bin. So, das war's. Ah, du bist echt unmöglich. So passiert auch besser nicht normal, Pura. Imper ist die kleine Schwester von Pura. Alles klar. Na gut. Pura sieht einfach aus wie 12. Und Imper so wie 16. Aber Pura, Quatsch. Ja, eigentlich kann ich den Satz auch so beenden. Aber Pura ist die größere Schwester tatsächlich. Ich wollte erst sagen, Imper ist die kleinere Schwester, aber ist ja im Prinzip egal, wie rum ich es sage. So. Wir haben noch 15 Minuten. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch irgendeine Quest. Ich würde auf jeden Fall mal schauen, ob wir hier in irgendeinem Laden was bekommen können. Für irgendeine Nebenquest. Braucht man denn da Honig? Ja,
kriegt man auf jeden Fall, dachte ich mir. Ausdauerhonig. Dreimal. Wunderschön. Und hier wahrscheinlich die Melonen, ne? Oder die Dorian. Besser gesagt. Ich dachte erst, es wären Melonen. Beim zweiten Mal hinschauen habe ich dann gesehen, nö, es sind Dorian. Da sind auch Melonen bei? Doch, es sind auch Melonen bei. Nur wir brauchen die Dorian und nicht die Melonen. Die Melonen haben wir nämlich schon. So. Gibt es denn noch mehr Quests? Das ist die einzigen. Moment mal, da ist noch. Da ist noch eine Quest. Und da unten. Da unten. So, und die Karotten können wir jetzt tatsächlich auch kaufen. Und das ist genau das, was ich meinte. Die haben nicht immer das, was man braucht. Beziehungsweise die Läden sind immer unterschiedlich. So. Und haben halt auch, wie man hier sieht, einfach manchmal dicht. Oder es ist halt kein Händler anwesend, besser gesagt. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch die letzte Mission. Schütze die Quelle des Waldes. Das machen wir aber mit Link. Ich würde... Ja, same. Den würde ich nämlich gerne mit dem Master Sword nochmal in Aktion sehen. Jetzt, wo wir hier das vernünftig geupgradet haben. Haben wir zwar schon gesehen, aber es war halt bei diesem, in diesem Feuer, in diesem Feuerlevel. Und dass man da direkt Herzen verliert, ist eigentlich schon vorprogrammiert. So, komm, ich habe nicht ewig Zeit. Machen wir ein bisschen hin. Ganz genau so sieht es nämlich aus. Schütze die Quelle des Mutes. Besiege die Truppen des Wächters. Ja, okay, dann machen wir das mal. Würde ich vorschlagen. Ja, okay. Gegen diese Aktion kann man auch nichts machen. Und weil die so räudig ist, diese Drecksaktion, böller ich den auch direkt weg. Mann, ist das ätzend bei den Wächtern. Ich dachte, das wäre Impa gewesen, die da so ein bisschen Probleme gehabt hat. Aber es hat anscheinend jeder Charakter bei den scheiß fliegenden Wächtern. Da mit dem, mit dem Schmetterangriff. So. Und hier, das ist echt ein nettes Detail, dass sich das Feuer so ein bisschen verformt. Oder? Ist das wegen dem Schlagen? Ja, doch. Das ist echt ein nettes Detail, dass sich das Feuer bewegt. Oder anders bewegt, wenn man da schlägt. Und das Feuer sieht irgendwie komisch aus, ne? Lass uns das nochmal anschauen. Das ist so ein... Das sieht aus wie so ein 2D-Sprite. Ganz, ganz komisch. Und unnötig, finde ich. Das sieht schon ein bisschen billig aus, muss ich sagen. Oh. Die kann man da direkt wegböllern, denke ich. Ja, ich hätte nur gern früher das Stasis-Modul gehabt. Aber was soll's.
Haben wir beide easy weggemacht. Und jetzt geht's auch schon direkt weiter. Zum nächsten Wächter. Zornwächter sogar. Nope. Die Attacke kannst du stecken lassen, mein Freund. Und ich... ich wollte gerade ausweichen. Ihm schadet das aber auch extrem, ey. Holy shit. Okay. Das mit dem Feuertipp, dass wir die Gegend in Brand setzen können. Bisschen zu früh. Holy shit. Kann natürlich auch sein, dass Schleims dann um einen rum sind. Und dass man dann einfach die anderen Gegner, die da rumstehen. In Brand setzen kann. Komm. Blocken wir kurz ab. Nein, was soll das? Okay. Gut, dass ich ihn noch getroffen habe. Sonst wären wir nämlich jetzt ultra low. Ich weiß, wir haben nur noch 3,5 Herzen, was quasi ultra low ist. Aber ich meine... irgendwie so ein Herz oder ein halbes Herz oder so. Da hätte ich nämlich gar keinen Bock drauf gehabt. So. Die nehmen wir raus. Und hier laufen wir einfach dran vorbei. Tschüss. Moment, ich kann hier aber noch ein paar Gegner mitnehmen. Dann habe ich hier die Spezialleiste voll. Und kann gleich richtig reinböllern. Beim schwarzen Inox. Jetzt zähle ich auf dich, Link. Das kannst du. Link ist auf jeden Fall immer zur Seite, wenn es brenzlig wird. Und so auch hier bei dem schwarzen Inox. Der hat auf jeden Fall nichts zu lachen, der Junge. Ich glaube, er wollte gerade seinen Stampfer einsetzen. Den breche ich ab. Mit einem Spezialangriff. Und dann müsste er auch schon direkt down sein. Ja. Tschüss. Und das war's. Huh. Also, es ist auf jeden Fall zum Ende hin nochmal ein bisschen knapper geworden. Aber auf jeden Fall nichts, wo man Schiss haben muss. Vor allem, wenn man dann nochmal die Spezialattacken in der Hinterhand hat. Da ist dann auf jeden Fall alles klar. Da kann man auch einen bisschen aggressiver spielen als so schon. Vor allem, weil man sich durch die Spezialattacke halt auch retten kann, ne? Ein Gegner macht einen Move, den du so nicht vorher gesehen hast oder bestimmen konntest oder vor dem du dich einfach schützen willst, ja. Und dann drückst du halt Spezialattacke und kannst dem quasi easy dodgen. Oh! Und wir können hier diese Mission direkt abschließen. Koga. Spezialangriffsleiste plus 1. Jetzt hat er auch 2. Genauso wie Link. Ich hätte gern für Link dann demnächst auch wieder eine weitere Spezialleiste. Hier können wir Zitterfrüchte kaufen. Und können wir direkt die nächste Mission abschließen. Hier gibt es jetzt wieder Honig, oder? Ja, Ausdauerhonig. Wunderbar. Oh, ich weiß noch die Mission, wo ich glaube, 30 Stück waren es, gebraucht habe.
Das war furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Jetzt höre ich nicht auf. Und Rijo bekommt einen längeren Combo-Angriff. Damit haben wir fast 75% hier abgeschlossen. Und er meint die ganze Zeit, ich soll zum Hyrule-Manöverplatz, aber ich brauche einfach gerade niemanden aufleveln. Brauche ich einfach gerade nicht. Ich werde das dann machen, wenn es wieder für jemanden eine Mission gibt. Eine Challenge gibt, besser gesagt. Und da werde ich das dann wieder machen, aber vorher brauchen wir die Rubine einfach für andere Sachen. Oder sollten wir die für andere Sachen erstmal behalten, anstatt die einfach rauszuballern. Nun gut, ich denke, das war's dann auch erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.